Patientinnen, die in unsere Praxis kommen und nach einem Mami-Makeover fragen, sind Mamis, die sich nach Schwangerschaft, Geburt oder auch einer längeren Stillphase einfach nicht mehr wohlfühlen in ihrem Körper. Das Mami-Makeover liegt mir persönlich besonders am Herzen, weil ich sehr gut nachempfinden kann nach zwei Kindern, wie sich der Körper durch eine Schwangerschaft, eine Geburt oder auch eine längere Stillphase verändern kann. Und trotz des Babyglückes, was natürlich an erster Stelle steht, ist es auch völlig legitim, wenn sich dann die Mama auch wieder wohlfühlen möchte in ihrem Körper. Und dazu dient eben das Mami-Makeover, das umfasst im Prinzip mehrere operative und teils auch nicht operative Behandlungsmöglichkeiten. Und je nach den individuellen Wünschen der Patientin werden dann eben Einzeleingriffe oder auch Kombinationseingriffe gemeinsam festgelegt. Es ist natürlich völlig klar, dass im Rahmen der Schwangerschaft es zu einem Dehnen der Bauchwand kommt. Leider ist es aber so, dass nicht in allen Fällen sich diese gedehnte Bauchwand auch wieder ausreichend zurückbildet. Und es ist auch nicht nur die Bauchwand bzw. die verschiedenen Schichten in der Bauchwand inklusive Haut, sondern auch die Muskulatur, nämlich die Streckermuskulatur, die normalerweise dieses Sixpack darstellt, wird in der Schwangerschaft auseinandergedrückt und kann sich bei manchen Frauen vielleicht nicht mehr richtig zurückbilden. Das führt dann dazu, dass diese Patientin noch Monate nach Entbindung immer noch aussehen, als seien sie schwanger. Und das führt zu einem enormen Leidensdruck bei den Patienten, gerade wenn sie durch Bekannte, die sie länger nicht gesehen haben, angesprochen werden, ob sie denn wieder schwanger seien. Patientinnen mit solch einer sogenannten Rektusdiastase kann man helfen, indem man die Muskelhaut strafft durch eine fortlaufende Naht und somit auch die Streckermuskulatur wieder zueinander bringt. Die Kontur der Bauchwand wird dann perfektioniert, indem man dann noch die überschüssige Haut resiziert und gegebenenfalls in einer Sitzung noch störende Fettpolster durch eine Fettabsaugung reduziert. Die Mobilisierung der Patientinnen nach der OP wird enorm erleichtert dadurch, dass wir eine Technik anwenden, womit wir in den meisten Fällen ohne Drainagen auskommen. Viele Mamis kennen die Situation vielleicht. Während der Stillphase hat man meistens volle Brüste, meistens auch größer als vor der Schwangerschaft. Und wenn dann die Stillphase vorbei ist und man abgestillt hat, kommt die Überraschung und man leidet unter einem enormen Volumenverlust im Bereich der Brüste. Leider ist es so, dass sich dieses Volumen von selbst nicht mehr aufbaut. Es handelt sich hier meistens um eine sogenannte Involutionsatrophie, das heißt Gewebe ist zurückgegangen und führt eben zu dieser Verminderung der Körbchengröße. Bei diesem Befund können wir entweder, wenn genug Eigengewebe vorhanden ist, die Brust wieder aufbauen und straffen und in Form bringen. Wenn eine größere Körbchengröße gewünscht ist, kann man dann mit einem Implantat die Brust bei gleichzeitiger Straffung auch noch aufbauen. Im Intimbereich kommt es nach Schwangerschaften oft zu einer Veränderung im Sinne einer Beckenbodensenkung und dem Patienten fällt dann eine vielleicht auch schon vorbestehende Schamlippenvergrößerung oder Asymmetrie deutlicher auf, sodass wir hier mit einer Schamlippenverkleinerung eine Verbesserung erreichen können. Genauso könnte es zu unschönen, störenden Fettpolstern kommen nach einer Schwangerschaft, zum Beispiel im Bereich des Venushügels und hier behandeln wir mit einer Liposuktion dieses Areal. Beim Mami Makeover geht es nicht darum, möglichst schnell nach Entbindung wieder den perfekten After-Baby-Body präsentieren zu können. Die störenden Befunde lassen sich eben nicht mehr durch Sport und Ernährungsumstellung beheben. Wir können aber mit Hilfe des Mami Makeovers und den dazugehörigen Eingriffen die gewünschte Form und die Funktion zurückbringen.